Leider nur der eine. Für heute wird's reichen. Wow, 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 wow. Heute bin ich der Koch. Willst du unser Abendessen so leichtfertig aufs Spiel setzen? Also bitte. Irgendwas stimmt mit dieser Karotte nicht. Die Pferde sehen durstig aus. Was man nicht alles für die Familie tut. Oh, Gott sei Dank! Sei nicht immer so misstrauisch. Bitte, Sie müssen mir helfen. Mein Mann, er ist verletzt. Ganz ruhig. Was ist denn passiert? Wir waren auf dem Weg nach Oregon, als unser Gespann durchging. Mein Mann blutet stark. Bitte, Sie müssen ihm helfen. Wie weit von hier liegt Ihr Mann denn? Etwa eine Meile von hier, in diese Richtung. Bitte, wir müssen uns beeilen. Sie sehen doch den Zustand meiner Frau. Ich werde sie ganz bestimmt nicht alleine lassen. Die Leute sind auf dem Weg nach Oregon. Genau wie wir. Na und? Was ist der Weg in eine neue Welt wert, wenn wir den Menschen das gleiche Misstrauen der alten Welt entgegenbringen? Du weißt, dass du diesen Menschen helfen musst. Sie bleiben bei meiner Frau. Haben Sie vielen Dank. Ich bin hier, um zu helfen, Ihre. Oh, schick mich. Howdy. War das gerade ein Schuss? Ihr Mann ist heute nicht der Einzige auf der Jagd. Wir hatten die letzten Wochen nur wenige Erfolge. Ein Kaninchen vor 3 Tagen und ein paar Fische letzte Woche. Es
Sie reisen deutlich komfortabler als wir. Mein Mann hat im Staatsministerium gut verdient. Eine Führungsposition? Möchten Sie? Ich bin hier, um dem Mann zu helfen. Ich glaube, der braucht keine Hilfe mehr. Das würde ich lassen. Reisen Sie und Ihr Mann auch ganz alleine auf dem Trail? Ja, wir waren bereit für das nächste große Abenteuer. Und jetzt das. Mein Mann kann bestimmt helfen. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke. Wir waren einfach zu tollkühn. Wir sind seit Fort Bridger ohne Pause unterwegs. Sie haben den Falschen erwischt. Ich reite allein. Das Wertvollste, was ich hatte, war mein Pferd. Und das haben Sie ja schon erfolgreich verscheucht. So ein Ärgernis. Ich denke, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Wir werden jetzt nach Hause reiten und Sie können Ihres Weges gehen. Ich dachte allerdings, dass das Wertvollste, was Sie besitzen, im Lager bei Ihrer Frau wäre. Haben Sie mich wirklich für so dumm, das Geld offen im Lager liegen zu lassen? Keineswegs. Und darum befindet sich in diesem Moment Mary Sue, meine liebe Mary Sue, bei Ihrer Frau. Und unterhält sich ein bisschen mit ihr. Und Mary Sue kann sehr überzeugend sein. Was sagten Sie eben, von wo aus Sie unterwegs waren? Fort Bridger? Ja, genau. Ein echter Höllenritt. Fort Bridger liegt von hier aus westlich auf dem Trail. Das heißt, Sie sind dem Trail Richtung Osten gefolgt. Weg von Oregon. Oh. Du bist schlauer, als ich dachte, du kleines Miststück. Also, kommen wir gleich zur Sache. Wo hast du die Kohle versteckt? Lass mich einfach meine Frau gehen. Wenn Sie meine Frau gehen lassen, zeige ich Ihnen, wo das Geld versteckt ist. Wie selbstlos von dir. Ein echter Gentleman. Ich denke, inzwischen hat Mary Sue ihr alles, was sie wissen muss, aus deiner Frau herausgeprügelt. Ich hoffe, sie lässt noch was übrig von der Schlampe. Und da haben wir nämlich keinen Bock auf Langeweile. Wenn Mary Sue mit ihrem Gesicht fertig ist, dann hast wahrscheinlich sogar du eine Chance bei ihr. Halt's Maul, Fittchen! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hast du die Schüsse gehört? Jetzt sind nur noch du und ich hier. Es tut mir leid. Was zum Geier! Was ist hier los? Quatsch nicht so dumm! Quatsch nicht so dumm! Guck, ob er tot ist. Der ist hinüber. Ganz ruhig. Was glaubst du, wie die Sache hier ausgeht? Mary Sue ist gerade bei deinem Weib. Vielleicht schneidet sie dein ungeborenes Kind aus hier raus. Ich bin der Einzige, der sie jetzt noch aufhalten kann. Ich kann sie jetzt noch zurückpfeifen. Also was willst du tun? Was willst du tun? Also, wo ist das Geld? Thank you.
Ich hab's dir gesagt. Auf Mary Sues Verlass. All diese Heldentaten, für was? Was hat dir das gebracht? Was bist du jetzt für ein Mann? Du bist ein Mann ohne Frau, ohne Zukunft. Und dein Geld haben wir trotzdem. Was man nicht alles für die Familie tut.